jetzt. Herzlich willkommen zu Die Show, die es nie geben sollte. Mit Tobias Meinhold aus dem Komödienhaus in Biberach. Hallo und herzlich willkommen bei The Show, die es nie geben sollte. Wir senden live aus dem Komödienhaus in Biberach und ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Abgesagte Veranstaltungen, leerstehende Kunst- und Kulturbetriebe, das ist derzeit Fakt und leider traurige Realität. Kunst- und Kulturschaffende stecken in einer Warteschleife und es ist bis dato nicht abzusehen, wann Theater, Kino und auch all die anderen Spielstätten wieder geöffnet werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, diese Samstagabend-YouTube-Show ins Leben zu rufen, um Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zumindest ein Stück weit wieder Unterhaltung und Abwechslung ins heimische Wohnzimmer oder dank der Technik auf die Terrasse oder in den Garten zu zaubern. Wir haben heute Abend live für Sie das Biberacher Rockduo Tom Slam. Die Kabarettistin und Schauspielerin Kathi Wolf ist zu Gast, sowie unser Talkgast, den Oberbürgermeister der Stadt Biberach, Norbert Zeitler. Unterstützt werden wir von der Kreissparkasse Biberach und warum die Kreissparkasse dieses Projekt unterstützt, sehen Sie jetzt. Die Kreissparkasse Biberach unterstützt Kunst und Kultur seit jeher in einem erheblichen Umfang für die Menschen hier in unserem Landkreis. Diese Situation, die wir aktuell erleben, ist sicherlich für alle belastend und deshalb ist es wichtig, dass wir etwas tun, was uns alle Freude bereitet. Und da steht natürlich Kultur an erster Stelle und deshalb unterstützen wir dieses neue Format und sind dankbar für die Idee. Und diese Ideen, da brauchen wir noch viel mehr von. An dieser Krise liegt eine große Chance. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Und ich nutze jetzt die Chance und gehe mal rüber in unsere Talk-Ecke zu unserem ersten Studiogast bei der Premiere, zu unserem Oberbürgermeister, Herr Norbert Zeitler. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Zeitler. Auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich hier der Premierengast sein darf. Dankeschön. Mensch, und ich möchte auch gleich mal den Dank an die Stadt aussprechen, dass wir überhaupt dieses Format hier durchführen dürfen, weil, wie wir alle wissen, wir haben hohe Auflagen, Sicherheitsabstände und so. Und wir haben hier versucht, bestmöglichst alles zu tun. Ich hoffe, Sie können es bestätigen, dass wir auch alles einhalten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also alle, die jetzt sich da Sorgen machen im Livestream, können ganz beruhigt sein. Es gibt ein tolles Sicherheitskonzept für diese Veranstaltung. Haben wir das auch durchgelesen. Das ist geradezu schon vorbildlich für vielleicht irgendwann mal noch andere Veranstaltungen von dem her. Ist alles safe. Wir geben gerne die Kopie weiter, so ist es ja nicht. Herr Zeitler, wie haben Sie denn die letzten Wochen oder gar Monate erlebt, persönlich, aber auch jetzt im Betrieb in der Stadtverwaltung? Wie viel Zeit haben wir? Legen Sie einfach mal los. Das ist natürlich eine Frage, da könnte ich Ihnen jetzt wirklich ein Referat halten, eine halbe Stunde. Ich versuche ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ich habe in einem Zeitungsinterview mal gesagt, ich komme auf Form wie Robin Williams in dem Film Um täglich grüßt das Murmeltier, weil ich stehe, wie wahrscheinlich viele andere Menschen dieser Stadt, morgens mit dem Thema Corona auf und ich gehe abends damit auch ins Bett, mache mir da meine Gedanken. Das Thema durchzieht alle Lebensbereiche, von der Wiege bis zur Bahre. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir sind als Stadtverwaltung im Dienst dem Bürger gegenüber gefordert, alle Dienstleistungen neu zu denken, neu zu überdenken, im Runterfahren und jetzt aber auch wieder im Hochfahren, weil jetzt haben wir alle auch einen Crashkurs gemacht in Hygiene, in Sicherheitsabständen, im Tragen von Mundschützen und nebenbei in Digitalisierung. Das ist vielleicht sogar ein positiver Nebeneffekt. Und von dem her ist es ein Wahnsinn, den wir da gerade begleiten. Das bisschen Bedrückende ist, es ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Krisensituation, sicherlich auch in unserer Stadt. Und wenn du weißt, es brennt irgendwo, dann geht man da hin und dann sagt der Feuerwehrkommandant irgendwann, Chef, es ist gut, du kannst jetzt wieder heimgehen. Und wenn du Hochwasser hast, dann ist es eben so, dass du weißt, wenn es regnen aufhört, kannst du wieder anfangen aufzuräumen. Das ist dir jetzt genommen. Also diese Perspektive, es wird noch Wochen, Monate in einem
vorsichtigen Zustand weitergehen. Das ist schon auch belastend. Das ist also das nach außen. Und dann hat die Stadt natürlich 850 Mitarbeiter. By the way, das ist natürlich auch eine Aufgabe, dann auch dort das Thema Corona mit allen unseren Dienstleistungen zu organisieren. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich auch mal meinen Leuten bedanken. Bis jetzt hat das, denke ich, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben in der Stadtverwaltung selber ganz wenig Corona-Fälle gehabt. Wir hatten welche, aber das war vielleicht an einer Hand abzuzählen. Und von dem her haben bei uns diese Sicherheitskonzepte, die jeder Arbeitgeber jetzt machen muss, durchaus gut funktioniert. Wie ist denn gerade aktuell der Stand? Haben Sie da so eine Zahl? Also es ist ein bisschen mein täglich Brot, natürlich die Zahlen auch abzufragen. Mal von der Gesamtsumme her, wir haben in Biberach 456 Menschen in Quarantäne gehabt, 110 Corona-Fälle insgesamt und haben gerade aktuell in Biberach 24 Corona-Fälle. Das war schon niedriger, wir hatten schon 12. Allerdings muss ich jetzt sagen, im Vergleich auch zu anderen Kommunen läuft es sehr, sehr gut bei uns. Also wir nehmen schon wahr, dass da so eine Art soziale Kontrolle auch da ist und man schon auch auf die Abstandsregelungen achtet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Motto und ein ganz guter Wegbegleiter für die nächsten Wochen und Monate. Was mir auch dennoch aufgefallen ist, so die letzten Wochen, wenn man beim Einkaufen ist oder auch mal in der Stadt, ja, also die Situation ist schon auch angespannt, ja, und ich habe auch so das Gefühl, je länger es andauert, dieser Zustand, desto mehr, klar, entstehen Spannungen. Und letzte Woche gab es ja auch eine Demo. Da haben sich auf dem Marktplatz 200, 300 Menschen zusammengefunden. Sie haben so Schlagwörter verwendet, ja, Lockdown soll nicht jetzt noch länger andauern, weg mit der Maskenpflicht und so weiter und so fort. Und wenn wir wollen, wir haben einen Spieler gemacht, wir waren nämlich live vor Ort und ja, ich würde einfach mal sagen, Mats ab. Ich will versuchen, die Grundrechte wieder hinzubiegen oder hinbiegen zu lassen. Je mehr Menschen kommen, desto eher werden die wieder gerade gebogen. Denn was da in Berlin passiert in den letzten Wochen, ist ein Unding, eine Frechheit. Das heißt, Sie sagen jetzt explizit, die Grundrechte sind gerade nicht mehr gegeben. Verstehe ich Sie da richtig? Aus, ganz genau. Es ist ja hier eine Veranstaltung, die gegen das Impfen ist. Wie ist da deine Haltung dazu? Also gezwungen werden, mich impfen zu lassen, das möchte ich nicht. Die Menschen sind angsterfüllt, denn er steht blanke Entsetzer im Gesicht. Vor allem wird dieser Impfstoff in kurzer Zeit hergestellt und es ist alles nicht vertrauenswürdig. Ja. Also du hast eher Bedenken, dass so ein Impfstoff, der jetzt relativ in zügiger Zeit hergestellt wird, schädlich für den Körper ist und dass er uns quasi aufdoktriniert wird. Richtig, ja. Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung? Sehr, sehr. Ich habe es ja vorher gesagt, wir haben vorsichtig unsere Freunde angerufen. Irgendwann haben wir schon gemerkt, dass es ein bisschen anders läuft, als wir es vorhatten. Ja, mit 50 habe ich dann schon gerechnet. Und so wie das jetzt aussieht, bin schon überwältigt. Ja, heute war ja wieder eine Demonstration. Wir waren heute leider nicht live vor Ort, hat uns zeitlich nicht gereicht. Können Sie nachvollziehen, Herr Zeidler, dass die Menschen auf die Straße gehen und protestieren? Oder andersrum gefragt, wie empfinden Sie denn die aktuelle Stimmung in der Stadt? Das ist eine spannende Frage. In der Tat, eine der Damen hat es ganz gut angesprochen und Sie haben es vorhin in Ihrem Vorbericht auch gesagt, es ist schon auch angstgeprägt. Die ganze Situation gerade eben. Und ich bin ein Freund davon, auch die Menschen dann wieder in die Verantwortung zu bringen. Und jetzt haben wir natürlich diese Demonstrationen und das sage ich mal grundsätzlich, jeder, der in demokratiefreundlichem, menschenwertschätzendem Sinne auf die Straße geht, hat zunächst mal Respekt verdient. Und das gilt auch für diese Demonstranten. Auch ich, und jetzt, ich beziehe mich jetzt in meiner Äußerung auf die Demo letzte Woche,
muss sagen, ich war mit der Situation da auch nicht zufrieden, weil es ist ein massiver Eingriff in der Tat in die Grundrechte da. Und wer sich mit unserer Verfassung beschäftigt, der weiß, dass das die Regierung sehr gut erklären muss, wenn sie das macht. Inwiefern das stattgefunden hat, das mag jeder für sich beurteilen. Aber letzte Woche, zu dem Zeitpunkt, als diese Demo war, war es noch nicht erlaubt, mit Kindern Kinderspielplätze zu frequentieren. Es war nicht erlaubt, zu dritt Fahrrad fahren zu gehen. Es war nicht erlaubt, zu dritt Motorrad fahren zu gehen. Es hat sich erst jetzt diese Woche, am Montag, haben sich ja dann die Ministerpräsidenten förmlich überschlagen in ihren Ankündigungen. Insofern sage ich, ich habe da eine gewisse Sympathie dafür, dass die Leute sagen, wir sind da nicht zufrieden. Wir wollen wieder mehr Verantwortung zurück, weil nur über das Thema wird es übrigens auch gehen, dass wir wieder bereit sind, uns da zu entängstigen und Verantwortung zu übernehmen. Ich muss jetzt einen kleinen Einschub machen. Also ich habe mir das auch verfolgt, denn jetzt für sein Recht auf Urlaub auf die Straße zu gehen oder diese ganze Impfthematik jetzt zum Unzeitpunkt so hochzuziehen, das wäre jetzt nicht so meins. Also ich bin da sehr an den demokratischen Rechten orientiert. Insofern in Ordnung, da kann man auf die Straße gehen, gerade eben, und auch sich kritisch äußern. Aber da waren so ein paar Randerscheinungen dabei, muss ich sagen. Das hat jetzt nicht so mein Tenor getroffen. Da ist, glaube ich, eh bei dieser ganzen Thematik immer gerade ganz gefährlich, wenn man gegen etwas ist oder für mehr Lockerungen, dann kommt man gleich in diese Schiene Verschwörungstheoretiker und dann auch die andere, sage ich mal, politische Gruppierung und so weiter. Und da muss man, glaube ich, schon sehr klar differenzieren, dass eben auch Menschen wirklich auf die Straße gehen, weil sie eben einfach mehr Freiraum wieder brauchen, auch für sich. Weil man merkt es ja selber, also ich bin selber auch schon, glaube ich, 8. oder 9. Woche Homeoffice, zusammen mit meiner Frau, 2 Kinder. Es ist schon spannend, sage ich mal, ja, und den Alltag da wieder so, oder den neuen Alltag irgendwie ins Leben zu integrieren, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich sage auch, wenn jetzt jemand nicht das Glück hat, einen kleinen Garten ums Haus zu haben und dann wirklich in dieser Wohnung dann drin ist, das kann ich mir schon vorstellen, dass da Spannungen passieren. Aber das ist ja nicht nur in Biberach so, es gibt ja auch andere Städte, die leiden genauso unter diesen Bedingungen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einfach eine Rubrik, die heißt Region auf Distanz, um zu sehen, wie es in anderen Städten ausschaut. Und wir fragen da einfach mal Marvin Sukut. Marvin Sukut ist ein ganz bekannter, deutschlandweit bekannter Poetry Slammer und Moderator. Und er wird uns jetzt wöchentlich einen Lagebericht vom See, und zwar ganz genau aus Überlingen, berichten. Mats ab! Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ist nicht ganz einfach. Für mich ist die Sache eigentlich wie Urlaub. Ich habe mir neue Hobbys zugelegt. Ich habe Lego wieder für mich entdeckt. Ich probiere mir auch jeden Tag so einen neuen Skill anzueignen. Gestern habe ich Jonglieren mit 3 Bällen gelernt. Heute mache ich mich an Origami. Mal gucken, was die Quarantäne noch so bringt. Aber ich möchte auch ein bisschen erzählen von Überlingen, dort wo ich wohne. Man muss dazu wissen, die Stadt Überlingen besteht zu 50% aus Promenade. So, es gibt ein paar Wohnhäuser, da passiert ja aber nichts, da wohnen halt Menschen. Und dann gibt es den Altstadtkern, und dieser Altstadtkern ist direkt angeschlossen an die Uferpromenade. Die ist so 1 Kilometer lang, wunderschön. Und natürlich geht man in die Stadt, um halt auch an dieser Promenade zu flanieren, und man geht an die Promenade, um auch ein bisschen durch die schöne Stadt zu flanieren. Und jetzt ist der Stadt aufgefallen, in der Stadt Überlingen, an der Promenade, da treffen sich Menschen, voll viele. Und das ist schlecht, das können wir nicht verantworten, dass sich da Menschen treffen. Also haben sie kurzerhand beschlossen, die Promenade zu sperren. Die logische Konsequenz war, wenn man 50% einer Innenstadt sperrt, die Anzahl der Menschen, die dort aber hingehen, gleich bleibt, hat man dieselbe Menge an Menschen auf wesentlich geringerem Raum. Einfach eine großartige Überlegung der Stadt. Das sind wirklich pfiffige Planer am Werk, die das durchgesetzt haben. Weniger Platz für gleich viele Menschen. Hervorragende Idee. So, das nächste Mal melde ich mich mit einer kleinen Außenreportage vom See, wenn man wieder an die Promenade darf. Mal gucken,
was das Leben noch so bringt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, liebe Grüße aus Überlingen. Ja, danke dir, Marvin. Ja, ein so unbeschwerter Ausflug an den Bodensee ist ja leider auch für uns gerade nicht möglich. Ja. Und auch dort leiden natürlich die Hotels und die Restaurants, natürlich Tourismusgebiet wie überall. Die Gäste bleiben aus und die Zukunft ist ungewiss. Nun kam ja vorgestern die Verordnung, dass in Baden-Württemberg die Gastronomie und die Hotellerie ab dem 18. Mai stufenweise wieder öffnen darf. Halten Sie die Öffnung zu verfrüht oder gerade noch für rechtzeitig? Ich kann jetzt nahtlos an dem anknüpfen, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn wir verantwortungsvoll mit den Rahmenbedingungen umgehen, kann vieles möglich sein. Das erfordert Disziplin von uns allen, im Selbstschutz, aber auch, sagen wir, im Sinne der Zivilcourage, dass man jemand auch mal sagen muss, du bist vielleicht jetzt gerade so bisschen mir zu nahe. In meinem inneren Sektor sozusagen drin. Na. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit, auch der Gastronomie jetzt wieder zu ermöglichen, im Außenbereich, von mir aus auch ein bisschen größer, als man es vielleicht seither kennt, sich zu positionieren, da mehr Stehtische zuzulassen. Und dann sind an diesen Stehtischen 2 oder 3 Personen, so viel wie eben dort sein dürfen. Die Menschen können dann nach dem Wochenmarkt dann dort ihren Espresso trinken oder vielleicht noch ein Stück Kuchen essen oder sonst irgendwie was. Ein Weg zurück in die Normalität unter Beachtung von Regelungen. Und diese Regeln, die müssen wir, die haben, glaube ich, die meisten Menschen jetzt verinnerlicht, ist so meine Wahrnehmung, das brauche ich glaube niemandem mehr erklären. Und unter diesen Bedingungen kann wieder mehr möglich sein, so hoffe ich. Und deswegen sage ich, ja klar, machen wir. Wir haben auch mit den Gastronomen kam eine Initiative, die wir gerade aufgenommen haben, einen runden Tisch jetzt anberaumt, was wir als Stadt zusammen machen können. Da gibt es auch vom DEHOGA wunderbare Ideen, die wir in den Städten da angehen können. Und das werden wir von Biberach dann auch versuchen, miteinander umzusetzen. Das ist ein guter Punkt, weil Sie wissen ja selber, ich bin ja auch sehr aktiv, jetzt, was Kultur und die Kunstlandschaft so anbelangt oder habe da ein großes Herzblut dafür. Und gerade diese Zielgruppe ist ja bis jetzt ja ein bisschen so vernachlässigt worden. Wie schätzen Sie ein, wann kann mit einer Öffnung von Kulturbetrieben gerechnet werden oder wie hoch könnte da eine maximale zulässige Besucherzahl sein? Bleibt die Stadthalle bis Ende des Jahres leer? Ja, das sind alles so Fragen, die hier auch in Biberach und Umgebung sich die Kunst und Kulturschaffenden sich die Frage stellen und auch gerade so ein bisschen so im Leeren hängen. Ich habe jetzt bloß so die Zahl gehört, ich glaube in Hessen wollen sie jetzt bis zu 100 Personen öffnen, natürlich auch wieder unter gewissen Voraussetzungen. Wie sieht es aus? Aber es ist halt auch, glaube ich, schwierig, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel unser schönes Museum nehmen, wo 200 Menschen reinpassen und die Regelung wird sein, 50, 60 Personen dürfen rein. Lohnt sich dann überhaupt für den Veranstalter dort was zu veranstalten? Ja, kann er dann auch die Gagen bezahlen? Gehen dann auch die Preise nach oben? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Könnte man sich dann auch vorstellen, dass man da mit der Stadt auch mal an einem runden Tisch sitzt? Also, wisst ihr, diese Krise hat mich mit so vielen Menschen neu oder anders, andere habe ich auch ein zweites Mal nicht immer nur von guten Seiten kennenlernen dürfen. Wir sind ja letztendlich alle gefordert, jetzt in dieser Situation miteinander Konzepte zu entwickeln, wie wir wieder Leben auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen oder Begegnung ermöglichen. In den Kindergärten, in den Schulen, im Freibad wage ich jetzt mal noch nicht zu denken, aber dann natürlich auch in einem weiteren Schritt oder nächsten Step dann auch im kulturellen Bereich. Ich freue mich, dass unser Medienzentrum ein Konzept entwickelt hat und auch dort wieder Besucher da sind. Nächste Woche wird dann unser Museum an den Start gehen. Volkshochschule, Jugendmusikschule, das macht jetzt alles wieder auf. Alles mit monströsen Verordnungen hinterlegt, die du dann ganz genau lesen musst. Also Blasinstrumente nicht und so weiter und so fort. Also relativ kompliziert und tricky alles. Und für den kulturellen Bereich würde ich mir schon auch wünschen, dass es da wieder eine Ansage gibt. Es tut dir schon weh, wenn du als Stadt jetzt, wir haben uns da immer so 4 Wochen vorgenommen oder 4, 5 Wochen und in diesem Rhythmus sagen wir dann Veranstaltungen ab. Und wenn du da siehst, was da jetzt alles auf der Streichliste war in diesen ersten 3 Monaten, das tut dir schon weh. Und in diesem Sinne werden wir da sicherlich auch gerne bereit sein, den Kulturschaffenden in unserer Stadt zu helfen, damit sie auch wieder sozusagen performen können und die Menschen ja einfach wieder
ablenken, dass diese Faszination wieder da ist. Ich finde es ja total spannend. Manche sagen immer in Biberach, sie immer tote Hose. Jetzt ist mal wirklich tote Hose. Im Gegenzug merkt jetzt hoffentlich mancher, wie viel dann doch in dieser Stadt ab und zu auch noch los ist. Und von dem her werden wir auch da mit den Kulturschaffenden gerne ins Gespräch gehen. Das sind doch schöne Worte und die auch aufbauen. Herr Zeitlers, ich weiß, Sie sind auch ein großer Musikfan. Und wir haben nämlich jetzt unseren ersten musikalischen Act des Abends. Ja, es ist das Rockduo Tom Slam aus Biberach. Es ist eine Mischung aus Alternative Crunch Rock mit Blues-Elementen. Und ja, Sie waren auch schon gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr live auf der Bühne. Und aber dafür heute Abend hier bei uns bei der Show, die es nie geben sollte. Viel Spaß! Long blonde hair. She said, I like your beauty sound. Oh, shoot, coming around. Shoot, coming around. Oh, I like your song. Die aktuelle Situation entwickeln die Leute ja momentan sehr merkwürdige Eigenheiten und Verhaltensmuster und teilen diese fleißig auf allen Social Media Kanälen. Unser Josef Häberle berichtet davon in seiner Rubrik Josef Häberle deckt auf und wieder zu. Und er hat zudem noch eine Botschaft an unseren Oberbürgermeister. Aber schauen Sie selbst. Der Duhu, der ewig gute bist. So, danke sehr, Roland, für die Nominierung für diese weitere Challenge. Gell? Challenges sind ja gerade hoch im Kurs. Gell? Was ich in letzter Zeit an Challenges mitmachen muss und Videos produziere und verschicke und wieder nominiere und passt auf Kulturhaut. Das ist, pass auf, Geusermaß und Schnaps halbe auf Ex-Challenge. Gell? Hat mich die Landjugend Razzeriert nominiert. Noch war es Step-Aerobic im Tiger-Tanga-Challenge von der Freiwilligen Turnerfrau in Hommerzried nominiert. Gell?
Na, hat mich der Manni vom Adler zur Schwartermager-Challenge nominiert. Na, hat der Musikverein Hugo Laubach hat mich nominiert zum der böhmische Traum auf der Gierskante gespielt. Challenge. Ich weiß gar nicht, wo, ne? Vor lauter Challenges, gell? Also, bloß Videos produzieren und wieder produzieren und aufnehmen und auch nochmal und hochladen und erneut nominieren und jetzt nur das mit dem Schützerfestlied. Wobei das ist an für sich eigentlich eine schöne Idee, gell? Weil ja das Biberer Schützerfest leider dieses Jahr ausfallen muss wegen dem Corona. Aber drum geht's noch da Audio Challenge und zwar heißt es das Biberer Schützerfestlied mit Mundschutz singen. Einfach hergegangen, Mundschutz auf, haben die ja gerade bei mir gesehen und auch gut, ob ihr so schön singen könnt wie ich, das ist die Frage. Also mit meiner Sopraner Bassbaritonstimme. Da habe ich ja auch schon einige Auszeichnungen gekriegt. Das war damals beim Frühjahrskonzert von Eisenmusikverein, gell? Haben die Juroren noch gesagt, also Herr Häberle, an Ihnen ist, wenn man so will, der vierte große Tenor verloren gegangen, gell? Also, und da war einfach mein großes Vorbild, der Stefan Ross, gell? Immer Musikantenstadl habe ich gesehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mein großer Traum ist es, dass ich, Josef Häberle, zusammen mit dem Stefan Ross, damals noch war das mit dem Karl Moik im Musikantenstadl, dass ich dann stand und mir trompetet, der böhmische Traum zweistimmig, gell? Stefan Ross und ich live, Eurovision, Österreich, Schweiz und Deutschland, alle live und in Farbe, guckt eins zu und bejubelt eins. Gell, aber der Traum, der ist natürlich je zerschlagen worden, wo ich selber mal, ich habe nach meiner Lehre angefangen, als ein Landmaschinenmechaniker und nachher in so eine Häckselmaschine meine Finger reingebracht und habe schwere Quetschungen gehabt. Und ja, das war noch bei der Trompeterei. Ich habe jeden Ton spielen können, aus A. Ich habe keine A mehr greifen können. Ich habe das von der Motorik her nicht mehr so reingebracht. Und drum, ja, war nach einer Profi-Trompeter-Karriere nicht mehr zu denken. Das ist natürlich für den Musikverein ist das kein Problem, wenn da mal ein A fehlt, gell? Oder wenn man es mal weglässt, oder vielleicht auch ein G oder ein H spielt anstatt einem A. Das ist, fällt da nicht ganz so auf, bei den verstimmten alten Gelten, wo die spielen, gell? Aber jetzt einfach, ja, leider ist der Traum nicht erfüllt worden. Und ja, gesanglich muss ich jetzt auch sagen, ist natürlich nach dem Stimmbruch in der Werk gekommen. Zum Raucher habe ich auch angefangen. Hat zwar wieder aufgehört, aber das hat einfach alles keinen Wert gehabt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, gell? In der Schützerfestlied-Challenge, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, das tut mir jetzt gerade wegen Leute, gell? Aber manche Sachen muss, manche Geschichten müssen erzählt werden, gell? Heißt es ja immer. Also, pass auf. Maske auf, Schützerfestlied singen, so. Und dass das Ganze ein bisschen interessanter wird, habe ich noch gedacht, da nominiere ich jetzt einfach mal ein paar Leute, die man auch kennt, gell? Nummer 1 hätte ich jetzt gesagt, nimmt man der OB Zeidler. Gell? Der uns mit Bravour durch diese Krise meistert, gell? Manövriert. Der kann sich ja auch vielleicht ein paar Gehilfe, ich weiß nicht, aus dem Gemeinderat oder wer auch immer, irgendein Baubürgermeister oder weiß der Herr, kann er sich selber aussuchen. Aber mit dem nötigen Sicherheitsabstand, gell? Ich kontrolliere 1,50 Meter Minimum, kann man das noch machen, gell? Singen wir alle drei Strophen, machen wir ein Video davon. Und das zeigt euch noch, gell? Und danach gilt diese Challenge als bestanden. Nummer 2 habe ich mir gedacht, dass dadurch, dass dieses Jahr das Biberauer Schützerfest leider ausfallen muss, sind da bestimmt so einige Reiber ein bisschen auch ausgelastet, gell? Wird vielleicht ein bisschen zipprig, ein bisschen wild, gell? Da habe ich gesagt, komm, Räuberbände der Schwarzer Feri, samt Hilfsmannschaft, ihr tätet euch doch bestimmt auch gut, wenn ihr eure Maske aufsetzt und einfach Schützerfest wird singen, Video macht und das euch zukommen lasst. Kann man schon vorstellen, dass da ziemlich rund geht. Gerade der schwarze Fähre, gell, der wilde Hund. Dass der ein bisschen unruhig wird und auch der Basti und der Ulli, gell, und der schöne Fritz, gell, oh, wow. Aber wenn ihr mich fragt, sind die größere Lumpen, sind die von der Hilfsmannschaft, gell? Aber das ist meine Meinung. Jetzt habe ich bloß nicht mehr allzu viel Zeit, gell. Nächste Challenge wartet, muss wieder produzieren. Maibock Challenge. Muss ich ein bisschen wieder, ja. Fällt mir jetzt schwer, da weit zum Schwätzen, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Also, in dem Fall, schönes Wochenende miteinander, gell? Ja, Herr Zeidler, Sie haben es gehört, vom Josef Häberle sind Sie dabei.
Also zunächst einmal Josef Häberle, mein größter Respekt, was der an Challenges zu bewältigen hat. Das ist, dass der noch ins Bett kommt vor lauter Challenges, ist also wirklich... Er sieht auch schon ein bisschen mitgenommen. Bemerkenswert. Zwischendrin habe ich befürchtet, ich müsste den böhmischen Traum irgendwie intonieren. Da bist ich mir jetzt zum Glück, muss ich das nicht liefern, aber Schützenfestlied. Eigentlich wollte ich es ja mit Schwarzfähre zusammen singen, aber vielleicht können wir die Überlegung noch ein bisschen ausbauen. Aber ich nehme es dankend und sehr gerne natürlich diese Challenge an. Josef, du hast gehört, der Herr Obi ist dabei. Super. Herr Zeitler, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Schön, dass Sie als erster, bei der Premiere, als erster Talkgast hier bei uns im Komödienhaus waren. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, bleiben Sie gesund und weiterhin so positiv und gemeinsam, denke ich, packen wir das hier in Biberach. Vielen Dank. Das sehe ich auch so. Ich möchte von meiner Seite aus Ihnen und dem ganzen Team hier einen Dank sagen. Das ist jetzt eine tolle Premiere. Ich wünsche euch wirklich viel Erfolg. Ich freue mich, dass wir das als Stadt auch ein bisschen unterstützen können und dürfen. Und ich würde wirklich mich freuen, wenn wir miteinander auch das kulturelle Leben wieder in unserer Stadt entschieden können. Und da ist die Stadt den Kulturschaffenden an ihrer Seite. Super, vielen Dank. Norbert Zeitler, meine Damen und Herren. Jawohl! Ein bisschen Applaus. Und wir machen direkt weiter mit zwei Songs von Tom Slam. Talking about my brother, and I don't know what to do until now. With my sister, you know that I missed her, cause she's not here tonight. Ooh. I can't dance, I can't walk. Only thing about me is the way to the dark. Can't dance, I can't sing. The only thing about me is the way that I'm told, cause I don't know why, cause I'm a mother's bride, cause I don't know why, cause I'm a mother's bride. My mother and I talking about my brother, and I don't know what to do now. Talking about my sister, you know that I missed the girl, she's not here tonight. I can't dance, I can't walk. The only thing about me is the way that I talk. I can't sing, I can't dance. Only thing about me is the way that I talk. I don't know why, cause I'm a mother's bride, cause I don't know why, cause I'm a mother's bride. Down in New York City, I saw a man standing there with drugs in his hand. I said, hey man, what you gonna do with the whole life? He looked at me and down he cried.
sehr. It's a mirror of my life. It's a mirror of my life. It's a mirror of my life. As I walk through the fields of destruction in my hand, the mouth of old man who stopped and crushed me into pus. I said, amen, what you gonna do? But he smashed me on the back. He took the mirror out of his bow. And he said, hey, 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 it's a mirror of my life. 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 And I said, hey, hey, hey. It's a mirror of my life. It's a mirror of my life. Zum Wohl, Jungs. Sehr schön aufgespielt. Herrlich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich vielleicht gefragt haben sollten, wer dieser ominöse Mensch neben mir ist mit dem Keyboard, dann löse ich das gerne auf. Es ist kein geringer als Rolf Ritchie-Gold, seines Zeichens Musiker, Komponist und begnadeter Klavierspieler. Und bei der Show, die es nie geben sollte, exklusiv unser Kapellmeister. Dankeschön. Hallo, Tobi. Rolf, ja. Wie geht's dir? Danke, soweit ganz gut. Wie stehst du die Corona-Krise durch? Naja, also als dann an dem 16. März dieser komplette Shutdown, Lockdown kam, da war ich natürlich auch höchst irritiert, konsterniert und dann in den Wochen danach auch immer wieder ziemlich verpeilt. Also wenn einem so von jetzt auf morgen dann so die ganze Lebensstruktur im Prinzip so wegbricht, ja. Damit muss man sich erstmal zurechtfinden. Ne? Und wenn man dann ja dann so lange zu Hause ist und die sozialen Kontakte nicht mehr so hat, da kriegst du ja irgendwann dann schon mal den Affen. Ne? Und irgendwann geht einem dann ja auch mal der Gaul durch. Ne? Und man will dann einfach ins Freie. Ach, das hört sich schön an, das hört sich schön an. Die Natur atmet tief durch. Ja, und irgendwann kam ja Gott sei Dank dann auch die Nachricht, dass die Infektionszahlen zurückgehen, dass die Kurve sich abflacht. Ja, wie, für mich war das auch wie so eine Elefantenfanfare. Aber wir sind doch immer noch sehr beschränkt und klar, es kommen jetzt die Lockerungen, da sind wir alle froh drüber, wir müssen vorsichtig agieren und für uns als Musiker, ja, ist es auch noch nicht so ganz klar, wann geht es jetzt weiter, der Herr Zeidler hat ja schon Worte gefunden da dafür und hat gesagt, ja, mit entsprechenden Maßnahmen können wir alle zusammen vielleicht Konzepte entwerfen, dass es nicht mehr allzu lange
dann dauert. Ja. Mir sind natürlich auch jetzt in den letzten 3 Monaten 10 Auftritte da weggebrochen. Gell? Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich bei euch heute in der Show hier sein darf. Ja, sehr schön. Wir freuen uns natürlich auch riesig, dass du da bist und wir werden auch noch mehr von dir hören. Rolf, gerne. Liest du eigentlich gerne Bücher? Ja, das tue ich. Hast du jetzt? Oh, ja, ich habe schon gelesen. Ja, so Autobiografie von Frank Zappa. Ah, das klingt gut. Denn wir haben nämlich eine weitere Rubrik bei uns in der Show, die da heißt Das Buch der Woche. Und das, ja, dieser Buchtipp wird präsentiert von der Stadtbuchhandlung in Biberach. Viel Spaß! Wir leben gerade in einer Welt, die durch Corona ziemlich auf den Kopf gestellt ist. Corona-bedingt haben die Menschen aktuell mehr Zeit. Und häufig wird diese Zeit genutzt, um gründlich aufzuräumen, auszumisten und zu entrümpeln. Ich stelle Ihnen heute ein Buch vor, das wunderbar in die momentane Lebenssituation passt. Das Buch heißt »Macht das glücklich oder kann das weg?« Geschrieben hat es Ulrike Schäfer, eine Journalistin, erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Worum geht es? Die junge Merle arbeitet als Beraterin in einer professionellen Aufräumagentur in Hamburg. Bei ihrem ersten großen Auftrag soll sie einer älteren Dame, der legendären Modedesignerin Ella Costello, helfen, deren Villa zu entrümpeln. Ella, die der Astrologie, also Tarotkarten und Sternen, mehr vertraut als den Menschen, will zurück nach Rom ziehen. Sie kann nur wenige Dinge in die neue Wohnung mitnehmen. Sie hängt jedoch an all ihren Besitztümern. Jetzt muss Merle sie davon überzeugen, sich von vielem, von Kleidern, Büchern und Einrichtungsgegenständen zu trennen. Die alte Ella ist Sammlerin, die junge Merle Minimalistin. Die zwei, in ihrem Lebensstil völlig unterschiedliche Frauen, treffen nun aufeinander und krempeln sich gegenseitig ihr Leben um. Denn nicht nur Ella braucht Hilfe, sondern auch Merle in Beziehungsfragen. Und hier nun erweist sich Ella als hilfreiche Beraterin. In diesem Buch geht es um Liebe, um Familienbeziehungen, um Mode, um Loslassen und Neuanfang. Und zugleich ist es ein unterhaltsamer Ratgeber zum Thema Aufräumen und Entrümpeln auch des eigenen Lebens. Für mich ein Wohlfühlbuch, charmant erzählt, kurzweilig, mit witzigen und ernsten Momenten. Ein Buch, das anregt, darüber nachzudenken, was Glück für einen selbst bedeutet. Sind es Gegenstände oder sind es Erinnerungen? Kurz, ein Buch, das gut unterhält und momentan vielleicht auch ein wenig glücklich macht. Ja, so schaut das Buch aus. Ein schönes sommerliches Gelb. Wer was Schönes lesen möchte, hat die Möglichkeit, dieses Buch in der Stadtbuchhandlung in Biberach zu erwerben. Ja, na, immer noch alles gut? Weißt du, mir ist ja aufgefallen, wenn man so die ganze Zeit zu Hause sitzt, man wird ja ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber neulich saß ich da vorm PC und habe meinen Apfel gesehen und dann habe ich hinter mir so eine Pinnwand und dann habe ich einfach diesen... Ich weiß auch nicht, manchmal hat man einfach so dann so Ticks und bastelt sich so seinen Apfel. Das so ist wahrscheinlich als so die menschliche Psyche, die dann einfach schaut, also wie sie mit der Situation zurechtkommt. Ne? Es fällt einem Blödsinn ein oder unglaublich, also aber Humor nicht. Genau, man kann so selber verloren geht. Home do it yourself, yes. Den Corona-Apfel basteln. Okay. Ja, geht auch super mit Zitronen. Ah ja, ja, okay. Wunderbar. Ja, wir machen weiter. Und zwar haben wir auch eine, ja, sehr, sehr charmante Kabarettistin heute Abend zu Gast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich nun ganz besonders auf eine sympathische Dame, die Sie gleich erleben werden. Sie ist nicht nur die Bachelorette der Psychologie, sondern auch preisgekrönte Schauspielerin und Kabarettistin. Hier für Sie, live und in Farbe, Kathi Wolf. Wunderschönen guten Abend und danke, dass ich hier sein darf. Endlich komme ich mal wieder raus. Ich sag's euch, ich saß jetzt 2 Monate in meiner Hometown Weißenhorn. Dementsprechend ist mein Zustand besäufniserregend. Also nicht falsch verstehen, Weißenhorn, das ist wirklich die schönste Stadt der Welt und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Aber wir in Weißenhorn, wir haben einfach ein großes Handicap. Wir liegen in Bayerisch-Schwaben. Bayerisch-Schwaben.
Das ist quasi der Gazastreifen Bayerns, also was wir da mitmachen müssen. Aber immerhin härtet es ab, man bekommt ein dickes Fell und das braucht man auch in Weißenhorn. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, als ich vor 2 Jahren wieder nach Weißenhorn gezogen bin, da habe ich meine Privatsphäre am Ortsschild abgegeben. Also diese komische Corona-Tracking-App, die brauchen wir in Weißenhorn nicht. Wir wissen auch so zu jeder Zeit und jedem Ort, was wer wann macht. Naja, ich falle natürlich auf in Weißenhorn. Nicht wegen meinem Beruf oder so, nee, nee, nee. Als Frau über 30, kein Haus, kein Mann, keine Kinder. Ich gelte da unten als gescheiterte Persönlichkeit. Aber ganz ehrlich, was kann ich dafür? Dieser blöde Spruch, ja, mit diesem, ja, Männer sind wie Klos besetzt oder beschissen, jetzt mal ohne Witz, der kommt aus Weißenhorn. Und das müsst ihr mir glauben, ich bin von da, ich krieg das live mit. In Weißenhorn, die heiraten das Erstbeste oder das Letztmögliche, ja. Und irgendwo da dazwischen bin ich jetzt halt übrig geblieben, ja und? Was will ich mit so einem Mann? Ich sag das immer zu meinen Mädels, ich sag, Mädels, überlegt euch das gut. So ein Mann, das ist wie ein Muttermal. Wird man nicht mehr los, außer mit dem Messer. Boah. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt die letzten 2 Monate zu Hause noch irgend so einen Kerl rumsitzen hätte, ja pfui Teufel. Ich sag mal so, dann wäre ich heute Abend gar nicht hier. Dann hättet ihr jetzt eine Live-Schalte in Frauenknast machen müssen. Aber umso froher bin ich, dass ich heute hier bin. Endlich mal wieder Kabarett. Kabarett, das ist die nicht systemrelevante Tätigkeit, die sich mit Gesellschaft und Politik auseinandersetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch da komme ich so langsam an meine Grenzen. Ich wundere mich einfach nur noch, was so abgeht. Gut, ich muss zugeben, ich bin vielleicht auch einfach viel zu naiv an die ganze Sache rangegangen. Ja? Als es losging im März, da habe ich noch gesagt, ey, wisst ihr was? Die ganze Krise, das könnte voll die Chance sein. Vielleicht sind wir danach achtsamer. Vielleicht nehmen wir die Dinge nicht mehr für so ganz selbstverständlich. Und habe ich gesagt, pass auf. Ich habe gesagt, ey, vielleicht sind wir nach der Krise dankbarer. Geh mal online bei Social Media. Da gibt es keine Dankbarkeit. Nein, da spricht der pure Hass. Und ich lese mit und ich wundere mich. Ich wundere mich einfach nur noch den ganzen Tag. Ich wundere mich. Es war früher ganz normal, dass der Nachbar seinen Säugling totschütteln oder sein Kind missbrauchen konnte. Und erst wenn dann das Jugendamt oder der Bestatter vor der Tür stand, da kamen die Nachbarn und haben gesagt, oh, schlimm, ich habe gar nichts mitbekommen. Aber wehe, wenn in diesen Tagen der Nachbar zum Grillen mehr als die erlaubte Personenzahl einlädt, ja, der Nachbar wird sofort denunziert. Und ich wundere mich. Ich wundere mich auch, dass die lieben Protestwähler und sonstigen Intelligenzflüchtlinge, die seit Jahren gebrüllt haben, mach die Grenzen dicht. Ja, jetzt haben wir die Grenzen dicht. Und was ist? Es ist auch wieder nicht recht. Ich muss mich auch wundern über diesen plötzlichen Aufschrei. Also das geht ja gar nicht, dass diese Bill Gates Stiftung, dass die WHO mitfinanziert. Also das geht gar nicht. Back, 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 back. Ja, aber vor der eigenen Haustür, da kehren wir nicht. Nein, dass bei uns im Bundestag mehr Lobbyisten einen Hausausweis haben als Abgeordnete und dass jeder einzelne Abgeordnete schultertief im Darmausgang eines Lobbyisten steckt. Nein, da kräht kein Hahn danach. Ich wundere mich auch über so manche Maßnahme. Ja, ich gebe zu, ich habe nie verstanden, woher das Virus weiß, dass irgendein blödes Geschäft nicht mehr als 800 Quadratmeter hat. Und ich wundere mich auch, warum ich ab heute wieder ins Altersheim zu Besuch zu meiner Oma darf, aber ins Boxstudio, ins Fitness darf ich nicht. Und ohne, dass ich mir irgendwelche Expertise zusprechen möchte, die ich bestimmt nicht habe, aber ich halte das Risiko für meine Oma durchaus höher als für meinen Boxtrainer. Der Typ ist eine Maschine. Und ich wundere mich auch, ob durch diesen Mundschutz eventuell bei der einen oder dem anderen die Sauerstoffzufuhr in das Gehirn nicht ganz ausreichend ist. Oder wie soll ich mir sonst den Sympathieboom, den Markus Söder momentan erlebt, erklären? Hallo, kann mal irgendjemand diesem aufgeblasenen Gockel den Stöpsel ziehen, dass die ganze Luft wieder verpuffen kann? Ich wundere mich auch, ob der Typ meine Autoreinigung bezahlt. Ja, ja, ja. Wegen dem erbrach ich mich in mein eigenes Auto schwallartig, weil ich die Wörter Söder und Kanzlerkandidatur in einem Satz gehört habe. Entschuldigung, Leute. Maske runter und mal wieder tief durchatmen. Wollt ihr das totale Bavaria? Ha? Wollt ihr die Söderisierung des Abendlandes? Das glaube ich aber nicht. Ich setze meine Hoffnung auf den kleinen Clown aus NRW, dass der da dazwischen grätscht. Der ist süß, oder? Der ist süß. Dieser laufende Meter Armin Laschet.
Ich finde den so, so putzig, ohne Witz. Der ist wie so ein kleines, trotziges Kind. Und jetzt macht er alles auf, einfach nur aus Trotz und einfach nur, weil er es kann. Und jede Wette, dass der der Erste ist, der sich heulend aus dem IKEA-Bällebad abholen lässt von unserer Mutti. Und dann gibt unsere Mutti wieder Hausarrest und alles geht von vorne los. Und ich wundere mich. Ja, ich wundere mich auch, dass auf einmal der Aufschrei nach dem Schutz unserer Demokratie und unseren Grundrechten so groß wird. Ich wundere mich schon, weil vor nicht allzu langer Zeit sind von ganz weit rechts Populisten in unsere Landtage und in den Bundestag eingezogen. Und die stehen jetzt dicht an dicht links und rechts vor dem Bundestag und demonstrieren gegen Hygienevorschriften. Und ich würde mal ganz schwer behaupten, dass die einzigen, die buchstäblich unsere demokratischen Werte mit den Füßen treten, die Dachlatten von Demonstranten sind, die Journalisten und Kamerateams angreifen. Und wenn diese Dachlatten sich so sehr nach der absoluten Freiheit sehnen, ja, dann empfehle ich euch doch, sobald die Grenzen wieder auf sind, los, geht ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, lebt den American Dream ohne Krankenversicherung und ohne Sozialsystem. Viel Spaß beim Desinfektionsmittelsaufen. Ja, das war Kathi Wolf. Ein Tusch, einen Tusch. Hast du keine Krankenversicherung? Nein, das wollte ich gerade loslegen. Dann sauf Chlorreiniger auf Anraten deines Präsidenten. Nein, das machen wir natürlich nicht. Rolf Ritschi, weißt du, wie es weitergeht? Ich weiß es. Und zwar haben wir noch mal ein bisschen Musik. Ne? Oh, toll. Ja, ja, ich glaube, Tom Slam ist heute Abend hier. Yes. Ist das richtig? Genau, wir hören jetzt noch mal Tom Slam. Und Schnee ging leise, leise, rieselt der Schnee, leise, leise, wenn ich auf Eis und Schnee gehe. You're such a goalie man today, I'm begging you, please stay. You're such a goalie man today, I'm begging you, please stay. Leise, leise, rieselt der Schnee, leise, leise, wenn ich auf Eis und Schnee gehe. Leise, leise, rieselt der Schnee, leise, leise, ich auf Eis und Schnee. Such a goalie man today, I'm begging you, please stay. You said you're gonna leave me today, I'm begging you, please stay.
Da kommen Erinnerungen hoch, als man noch irgendwo hier im Biberach, im Abdera war oder so und live die Mucke gehört hat, aber die Zeiten kommen wieder und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil der Psychoparty, psychisch korrekt, politisch defekt, so der Titel des aktuellen Kabarettprogramms von Kathi Wolf. Viel Spaß! Viele Stimmen sagen ja gerade, dass durch die Pandemie die Emanzipation in die Krise geraten ist. Finde ich gar nicht. Ich finde eigentlich, alles ist wie immer. Und was kann denn bitte die Pandemie dafür, dass die meisten Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, Frauen sind? Und dass die Frauen sich dann nach der Arbeit noch um Haushalt, Kinderbetreuung, Homeschooling etc. pp. Kümmern müssen? Ja, wer soll es denn auch sonst machen? Die Männer oder was? Also entschuldige jetzt mal halblang. Die Männer, die müssen auch erstmal mit den psychischen Folgen von Kurzarbeit klarkommen, ja? Sich im Homeoffice einfinden. Und die müssen ihre besten Schwimmer ja auch erstmal kennenlernen. Die meisten hatten gar keine Zeit, großartig mit denen irgendwas zu machen. Und wie sollen die jetzt von 0 auf 100 mit denen Hausaufgabe machen, wenn die nicht mal wussten, in welche Klasse die gehen? Naja, und ich meine, was soll ich jetzt hier in dem Studio, in dem ich mal wieder die einzige Frau bin, irgendwas sagen von Frauenquote? Nein, können wir uns sparen, das ist für die Katz. Oder soll ich sagen für die Muschi? Hä? Nein, ich bin hier, um die Männer in Schutz zu nehmen, weil das ist bitter nötig. Weil die eigentliche Krise, das ist die Emanzipation an sich und zwar für den armen Mann. Der hat's nicht leicht. Jahrtausende lang erfolgreich gelebtes Patriarchat und dann aus dem Nichts, zack, boom, bang, vor 100 Jahren das Wahlrecht vor Frauen. Seit 40 Jahren gehen wir Frauen arbeiten, ohne davor bei unserem Mann um Erlaubnis zu betteln. Und jetzt, das ist so typisch Frau, ja, kleiner Finger, ganze Hand, jetzt sind wir wieder ganz vorne mit dabei, ja. Jetzt wollen wir die gleichen Jobs für die gleiche Kohle. Und die Krankenschwester und die Kassiererin und die Altenpflegerin, die sagen, der Applaus um 19 Uhr reicht mir nicht, ich will jetzt mal mehr Geld. Ladies, macht mal halblang, wir müssen alle mal wieder einen Gang zurückfahren. Wir müssen mal dankbar sein für das, was wir haben. Und wir haben schließlich schon die Frau. Und Parkplätze. Ja, und für den Weg ins Parkhaus zum überwachten Frauenparkplatz, ja, für den Weg dahin hat der liebe Gott das Pfefferspray erfunden. Und es schadet uns Frauen auch nicht, wenn wir aus lauter Angst heimrennen und nicht heimschlendern, weil beim Schlendern hat noch niemand Kalorien verbrannt. Vor was rennt ihr denn überhaupt weg? Vor dem bösen Mann? Was soll denn das schon wieder, wie die Männer dargestellt werden? Immer mit dieser Machtdominanz und Gewalt. Was soll das bitte schön? Es ist ja nicht so, dass in Deutschland schon mal jede Frau körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren hätte. Nein, gerade mal jede vierte. Gut, dadurch, dass die häusliche Gewalt in den letzten Zeiten ein bisschen nach oben gestiegen ist, korrigieren wir die Zahl vielleicht auf jede dreieinhalbte. Ja, und? Was kann denn da bitte der Mann dafür, dass die Frau nie das sagt, was sie eigentlich meint? Ich weiß schon, was ihr jetzt denkt. Das spüre ich durch diese magische Kamera. Ja, Riesenwolke, Scheiße, Kathi Wolf, eine Feministin. Feministinnen und Feministen. Bleh. Feministin. Das klingt doch schon so unrasiert und ungevögelt. Ja gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe keinen Bock, dass irgendjemand aufgrund seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner Herkunft oder wegen was auch immer diskriminiert wird. Also ja, bin ich eine Feministin. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe nicht nur Feminismus, nein, ich bin auch noch sapiosexuell. Für die Herren hier, sapiosexuell bedeutet Intelligenz attraktiv findend. Ja, da komme ich als heterosexuelle Frau schon an die Grenzen des Machbaren. Find da mal bumsbares Material. Natürlich bin ich untervögelt. Oh, nein. Hat sie, nein. Das kann sie nicht sagen. Nein, nein, nein. Doch kann sie. Weil diejenigen, die es betrifft, haben es sowieso nicht kapiert. Tobias, komm. Ja, er kommt. Ein bisschen Angst. Mm-mm. Er hat ein bisschen Angst. Ich bleibe auch auf Distanz. Ich weiß schon, für was das gut ist. Social Distancing. Social Distancing, ja. Das Social Distancing. Ist ein Einfall von Kathi Distancing. Wolf. Du, ich habe gedacht, wir machen ein bisschen betreutes Trinken. Ja, sehr gerne. Ich kann es kaum erwarten, endlich mal wieder mit Leuten so live was zu trinken. Weißenhorn ist nicht nur die schönste Stadt. Wir haben auch eine Schnapsbrennerei. Und da habe ich uns mal Likörchen mitgebracht. Ach, schön. Ich habe ja aus Versehen, glaube ich, so in einer Ankündigung mal gesagt, du kommst aus Ulm. Aber das ist ja nicht mal Ulm, ne?
Weißenhorn. Das ist ganz und gar nicht Ulm. Weißenhorn ist Weißenhorn und Ulm ist halt Ulm. Aber in Ulm habe ich bis vor 2 Jahren gewohnt. Wahrscheinlich hast du das deswegen das falsch. Und wie falsch kommt man dann dazu nach Weißenhorn? Ohne dass ich dich jetzt in deine Frage unterbrechen will, auf die Gesundheit. Ne? Auf Stößchen die Gesundheit. Und so. Stößchen und Röschen. Saulecker. Saulecker. Sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Birkles-Tröpfle aus Weißenhorn haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht, gell? Ha, super. Was super war deine Frage? Entschuldigung. Meine Frage, die stellen wir hinten an, weil die, glaube ich, war nicht so wichtig. Aber viel, viel wichtiger. Man kennt dich oder viele kennen dich vielleicht aus einem Film. Und der heißt Landrauschen. Ist 2018 in den Kinos gewesen. War auch sogar in Biberach. Auch sogar in Biberach. Die Berlinale war gar nichts gegen Biberach. Naja, das ist ja fast schon Programmkino, ne? Und es läuft ja nicht so viel hier. Bis auf die Filmfestspiele. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ein Film von Lisa Miller. Mhm. Und vielleicht magst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ganz kurz mal sagen, um was geht es in dem Film und welche Rolle hast du in diesem Film gespielt? Ganz kurz und knapp spiele ich in dem Film die Toni, die nach langer Zeit aus Berlin wieder zurückkommt in ihr Heimatdorf Bubenhausen bei Weißenhorn. Als wir 2016 gedreht haben, habe ich nie gedacht, dass es sich dabei halt um so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung handelt und dass ich wirklich wieder in Weißenhorn lande. Ja, es gibt dazu total viele spannende Geschichten, auch lustige, die so nebenher passiert sind. Auch danach, und davon erzähle ich zufällig einiges in meinem aktuellen Kabarettprogramm Psychoparty. Pfiffig. Sollen wir noch, ich stehe immer so schlecht auf einem Bein, oder ist jetzt... Zwei gehen immer. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in unserem Programm, von dem her darf man das, glaube ich, schon machen. Okay, also es gibt so eine Identitätskrise da, das habe ich jetzt so mitbekommen. Identitätskrise, genau, so eine Art Liebesgeschichte. Und den kann man jetzt auch streamen. Also die Leute haben ja jetzt Zeit, dann sollen sie sich doch mal angucken. Und wo finden sie den? Stößchen, ich glaube Amazon. Amazon? Genau, nee, eigentlich können die DVD kaufen. Hm. Also, oder? Verdienst du dran? Nee, frag nicht. Streamen Sie. Frag nicht danach. Ganz, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Kunst- und Kulturschaffende, Schauspielerin, Kabarettistin, von was lebst du denn gerade? Du, das ist eine ganz tolle Frage. Von was lebe ich gerade? Naja, zum einen habe ich ja das Glück, dass ich auch was Gescheites gelernt habe. Und ich arbeite gerade wieder mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ich bin also durchaus auch systemrelevant. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass man uns bald wieder rauslässt. Okay. Was hast du so einen Eindruck, wie es den Kindern gerade so geht? Oh, die Kinder sind eigentlich ganz cool damit. Ja? Also doch. Ich glaube, die gucken auch zu. Na, dann kommst du mal zu uns nach Hause. Nein, ja? Spaß. Nein, das ist alles gut. Aber man spürt schon, dass die Kinder vielleicht, also ich fand es so, also die erste Woche war sehr spannend, ja, also wo es dann geheißen hat, man kommt heim, so Homeoffice, die erste Woche war, ja, man schaut mal so, wie richtet man sich's ein, ja, das Homeoffice, die Kinder sind da, die finden es auch ganz spannend. Für meinen Sohn war ich die ganze Zeit krank, weil man ist ja nur krank oder wenn man zu Hause ist. Und so nach der 4., 5. Woche war es dann schon ein bisschen, kippt so manchmal die Stimmung. Also da muss man schon ganz viel soziale Arbeit leisten und Einfühlungsvermögen. Wenn ihr Hilfe braucht, du hast meinen Kontakt, ich habe zufällig Vakanzen. Gut, ja, wunderbar, komme ich auf sie zurück. Nur ganz kurz, Filmfestspiele. Mhm. Du warst ja letztes Jahr die Co-Moderatorin bei der Filmansage quasi mit Helga Reicher zusammen. Ja. Wie siehst du die Chancen, dass die dieses Jahr stattfinden? Na, ich hoffe natürlich, dass sie auf jeden Fall stattfinden. Vielleicht nicht so, wie wir es gewohnt sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, Biberach ist ja ein super schnuckliges Familienfestival, so wie ja die Filmbranche immer sagt. Wenn man nach Biberach kommt, alles ist auf einem Ort. Alles trifft sich im Kapuzinerhof, alles trifft sich dann immer im Kino. Und ich weiß nicht, ob das dann im Oktober schon so möglich ist. Keine Ahnung. Wir haben ja jetzt auch diesen Förderpreis von Bruno Frey Stiftung. Das wäre ja jetzt eigentlich die Preisverleihung. Da bist du in der Jury, nicht wahr? Genau, da bin ich in der Jury und ich weiß gar nicht, wann die Preisverleihung. Ich glaube jetzt Ende Mai und das ist jetzt auch schon verlegt auf Ende Oktober. Und meine Hoffnung ist, dass die Filmfestspiele stattfinden. Auf irgendeine geartete Art und Weise. Ja. Ich denke, da sind bestimmt Überlegungen zu Gange und dann werden wir, oder viele Biberacher und Biberer werden dich dann vielleicht hoffentlich bei uns wieder sehen. Ja. Und ansonsten, naja, geht, sobald wieder die Kulturstätten offen sind, bitte zu Ihrem Kabarett, schaut sie euch an. Kathi Wolf, vielen Dank, dass du heute hierher gekommen bist zu unserer Premiere von Die Show, die es nie geben sollte. Danke für die Einladung. Dank. Danke sehr, euch. Sehr gerne. Ciao. Ja, und wir machen weiter. Ja, sehr schön, der Applaus. Und wir machen weiter mit Top Slam.
we got that blue. You can never run, you can never hide. See the shining sun, keep it through your eyes. Easy cheese I got, gonna rescue me. Gonna make it so wild and so fucking crazy. Ain't got the new, baby, you ain't got the blue. Ain't got the news, baby, you ain't got the blue. Ain't got the news, baby, you ain't got the blue. You can never run, you can never hide. See the shining sun, cut right through your eyes. Easy cheese I got, gonna rescue me. I'm gonna make it so wild and so fucking freaking old. Baby, you ain't got the blues. Ain't got the news, baby, you ain't got the blues. Ain't got the news, baby, you ain't got the blues. Ain't got the news, baby, you ain't got the blues. Genau, ihr werdet hergeleitet. Puh. Ja, du verkabelst dich noch, sehr schön. Ja, ihr zwei, Mensch, wir verlangen heute ganz schön viel von euch hier, ne? Ja, ja, ja. Ihr habt ja so lange nicht mehr gespielt und jetzt gleich voll auf die Zehen, ja. Ne? Ja, ich darf vorstellen, einmal Volker Riedel und Stefan Kofler von TomSlam. Schön, dass ihr da seid und euch spontan Zeit genommen habt. Ja, danke. Ja, war nicht schwer. War nicht so schwer? Nee, nee. Mensch, wie geht's euch gerade so in dieser Situation? Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Na? Also alles voll alles echt mit dabei. Super. Alles. Schönes Wetter, man kann, hat viel Zeit für sich und für die Familie und dann aber halt auch wieder Homeoffice, Homeschooling und das Ganze, was dann echt halt auch stresst. Okay. Und aber vielleicht habe ich dir ja eine kleine Aufheiterung, weil wir haben eine kleine Überraschung für dich. Okay. Ja, ich würde sagen, spiel mal einfach mal ab. Ja. Also, lieber Volker, ich freue mich, dass du am kommenden Samstag oder dass du jetzt bei dieser Veranstaltung mit dabei bist. Und ich freue mich vor allem deswegen, weil ich glaube, dass du ein sehr guter Musiker bist und dass du mit Leidenschaft und mit Werf an dieser Geschichte dranbleibst und hoffentlich auch in Post-Corona-Zeiten weiterhin Musik machst. Das ist doch mal was, ne? Wow. Willst du vielleicht mal kurz sagen, wer das war? Ach, das war mein Onkel, mein Patenonkel. Und ja. Ein ganz bekannter Künstler, würde ich mal sagen, hier in Biberach, Hermann Schenkel. Und international. International sogar, ja. Und es wird auch in der nächsten Folge auch noch ein bisschen mehr von deinem Onkel kommen. Ne? Aber er hat sich nicht nehmen lassen, dich hier, beziehungsweise euch hier zu begrüßen. Und er ist ganz stolz auf dich, das haben wir rausgehört. Der wollte gar nicht mehr aufhören zu schwärmen. Echt? Ja, weil du bist ja auch selber Autodidakt, ne? Was die Musik anbelangt. Er hat gemeint, die Familie ist jetzt nicht so begnadet, was Musik anbelangt, aber du hast dich da durchgesetzt.
Ja. So ungefähr habe ich es verstanden. Ja, ja, ja. Ohne Notenkenntnis. Seit wann spielt ihr denn schon zusammen? Gute 6 Jahre jetzt. 6 Jahre? Okay. So hier im Oberschwäbischen oder auch mal ein bisschen weiter weg? Ja, oder? Zwischen Biberach und das erste war Sigmaringen. Hm. Oh, ja. Okay. So. Also das ist das, was man in der Corona-Krise eigentlich auch gut befahren könnte noch? Ja. Ja. Okay. Okay. Wenn es gehen würde. Wenn es gehen würde. Ja, ja. Ja. Übt ihr dann noch oder probt ihr dann noch? Oder? Nee, wir haben das letzte Vierteljahr, haben wir unseren Proberaum verloren. Proberaum? Ja, jemand. Ja. Wie? Wir hatten in der Bleicherstraße einen Proberaum und okay. Da haben wir jetzt irgendwann, da kommt irgendein Club rein oder so und ja, okay. Dann hatten wir uns da. Ach, war das diese eine? Ah ja, okay, ich weiß wo. Genau, auf jeden Fall. Okay. Und da sind wir jetzt raus und jetzt sind wir so mehr oder weniger bei Copyshop. Hallo Copyshop, wir freuen uns. Raif Badawi. Ups. Ein klares. Na, jetzt hätten wir es doch fast geschafft. Jetzt hätten wir es fast geschafft, ohne Fehler durchzukommen. Aber egal, das macht egal. Nichts. Das ist eh das Nächste, was ich dann noch ankündigen werde, von dem her alles entspannt. Okay, aber ansonsten so, ihr habt euch im Corona-Alltag eingelebt. Ja. Was machst du, wenn ich fragen darf, ansonsten außer Musiker? Lehrer. Ich habe gerade viel Zeit. Und sehr viel Zeit? Ja, die Lehrpläne auch. Zu studieren, die genau, Aufgaben zu verteilen, genau. Oder? Nee, ich bin Fachlehrer, von dem her ist es etwas entspannter für mich, wie die Klassenlehrer, okay. Die machen ja gerade schon ziemlich viel. Ja, aber wenn ich dich ja schon mal da habe, wie steht es denn um die Digitalisierung an den Schulen? Packen die das alles? Ich denke schon, ja. Ja? Also bei uns werden jetzt gerade Padlets verteilt, okay. An die Schüler und den Lehrer. Und also die werden richtig ausgeteilt, also die werden gestellt quasi von der Schule? Ja. Okay. Das habe ich halt auch schon gehört, weil nicht jeder hat ein Tablet, nicht jeder hat einen eigenen PC und dass es ja. Dann schon auch zu Schwierigkeiten kommt, dann überhaupt den Lernstoff ja, quasi erstmal zu bekommen. Ne? Und dann, ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Klar, wenn die ganze Familie sich ein oder zwei Rechner teilt, ja, klar. Das ist schon schwer. Also ich habe 3 Kinder und da wird es schon knapp und eine Frau, die dann auch noch am Rechner sitzt. Und du dann halt und ich auch noch. In der Show sitzt. Genau, ich sitze hier. Endlich WLAN-frei. Endlich raus, ne? Raus. Ja, wunderbar. Ja, wir hören nachher noch mal ein Stück, ein Abschlussstück von euch. Ich sage an dieser Stelle schon mal super vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke, dass sehr wir hier sein durften. Und ja, sehr, sehr gerne. Nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Also echt super. Genial. Also wenn es euch gefreut hat, freut es uns natürlich auch. Und wir haben, wenn alles wieder gut ist, nächstes Jahr auch noch was in petto, ein kleines Festival und da sehen wir uns dann bestimmt wieder. Gerne, wir sind immer dabei. Klasse. Ja, wir kommen jetzt, es ist ja schon fast so Richtung Ende der Show, zu einem ganz anderen Thema und zwar zur Rubrik des Abends Theater und Literatur. Hier hat der Dramatische Verein etwas meiner Meinung nach sehr Besonderes, aber auch sehr, ja, etwas Schweres fürs Gemüt produziert und eingespielt. Ich darf das mal ganz kurz erklären. Und zwar am 28. April hätte der Dramatische Verein die szenische Lesung Badawi 1000 Peitschenhiebe im Eiskeller Gebrüder Zell zum Pflug hier in Biberach aufgeführt. Conny Sikora verbindet hier das Schicksal von Raif Badawi mit Texten von Christoph Martin Wieland zum Thema Pressefreiheit aus den Jahren 1785 bis 88, die inzwischen in Arabisch übersetzt wurden. Der saudische Blogger Raif Badawi ist ein Verfechter des Liberalismus, der Toleranz und Pluralität, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Sozusagen auch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Wegen seiner regimekritischen Texte wurde der damals 31-Jährige 2012 in Riad zu 1000 Peitschenhieben, 10 Jahren Haft und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Die von seiner Frau in Deutsch veröffentlichte Streitschrift ist die Grundlage für die Lesung und war auch Inspiration für Conny Sikora zugleich. So entstand die Idee, einen arabischen Denker auf Deutsch und einen deutschen Denker auf Arabisch gelesen miteinander zu verbinden. Diese szenische Lesung wurde nun außerplanmäßig nachgeholt und filmisch festgehalten. Bitte sehr. Raif Badawi hat ein klares Credo. Er ist Verfechter des Liberalismus. Leben und leben lassen. Der Ärger,
Die Wut angesichts des strengen gesellschaftlichen Korsetts in Saudi-Arabien bricht bisweilen klar aus ihm hervor, wenn er schreibt: Die Hauptkommission einer jeden Theokratie ist es, jegliche Vernunft zu töten, den historischen Materialismus und den gesunden Menschenverstand rigoros zu bekämpfen und die Masse, so gut es geht, in die absolute Verdummung zu treiben. Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker zum Atmen braucht. Der Zündstoff für das Feuer seiner Ideen. ما زال في الكثير من الدول مصير تأمين الملكية والكرامة والحرية وحياة المواطن غير معلوم. Die Diskussion um die Rolle vom Staat und der Religion ist nicht neu. Aber erst im Zuge des arabischen Frühlings ist sie akut geworden. Der Vergleich Badawis mit der französischen Revolution ist historisch in seiner Dimension epochal und nicht so hoch gegriffen. مفهومي للحرية هو إنها حق مكفول للبشر جميعا. إنها التحرر من العنف المتعسف والقهر. حرية الفكر، حرية الصحافة، حرية الضمير، في كل شيء يتعلق بالإيمان بكائن أعلى وتقديسه. لن يستطيع الإنسان بوصفه كائنا عاقلا أن يحقق أسباب وجوده بدون هذه الحرية. Aber auch für uns sind Badawis Texte von großer Bedeutung. Die muslimischen Gemeinden in Europa sind in besonderer Weise von Spannungen von Kultur und Religion zwischen ihrer Herkunft und den Menschen um sie herum ausgesetzt. Eine Mahnung, dass Fortschritt und Wohlstand auf Pluralität und Toleranz fußen. In Zeiten, in denen Islamisten mitten in Europa Attentate auf Charlie Hebdo-Mitarbeiter verüben, sind Badawis Texte von größter Bedeutung. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass ich etwas zu sagen habe. Es gibt aber auch Menschen, die der Meinung sind, dass ich ein gewöhnlicher Mensch bin, einer, der es nicht verdient hat, dass seine Blogartikel übersetzt und als Buch veröffentlicht werden. Ich selbst sehe mich einfach als jenen dünnen, aber zähen Mann, der auf wundersame Weise 50 Peitschenhiebe überlebt hat, umringt von einer jubelnden Menge, die immerzu Allahu Akbar rief, um der Artikel willen, die sie gerade gehört haben. Nein! لعل الوضع الأسوأ هو أننا نستميت في الكتابة دون أن يتخلص العالم ولو من وغد وحيد. Tausend Peitschenhiebe von Raif Badawi kann man nur empfehlen und sich durchlesen. Ein ganz, ganz bewegendes Buch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
Wir verlosen sogar 5 von diesen Büchern. Und zwar hat dieses Buch uns Ulstein geschickt. Wenn ihr einfach uns eine E-Mail schicken möchtet an info@die-show.online, dann könnt ihr 5 bzw. 1 von diesen 5 Büchern gewinnen. Gut, so, jetzt bin ich gerade ein bisschen ins Straucheln gekommen, aber es ist auch wahnsinnig heiß hier. Findest du nicht auch, Rolf Ritschi? In der Tat. Also du sitzt auch hinten an der Heizung, ist die eigentlich an? Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt dann was trinken, gibt's noch mal Mucke von Tom Slam. The shell by the shit, it doesn't mean, cause I'm not afraid. You will never understand why the shit doesn't mean, cause I'm not afraid. Sing it. Hold me closer now. Hold me close. Evolve downtown. By the silver, it doesn't mean, cause I'm not afraid. You will never understand why the silver, it doesn't mean, cause I'm not afraid. Sing it. Hold me closer now. Hold me closer. Downtown. Evolve downtown. Evolve downtown. Menschen vor dem Fernseher, Laptop oder Smartphone. Das war nun die erste Ausgabe
von Die Show, die es nie geben sollte. Zum Schluss möchte ich mich doch beim Dramatischen Verein für die tolle Kooperation bedanken, dass wir hier diese Räumlichkeiten nutzen durften. Und ich bedanke mich bei der Metzgerei Koch für das leckere Catering, über das wir uns jetzt stutzen werden, und über dieses leckere Bier von der Bergbrauerei, von dem wir sicherlich in dieser Sendung noch mehr trinken werden. Und noch eine kleine Vorschau für die kommende Show. Wir haben zu Gast die Band Junge Hunde, das sind Peter Zufall und Klaus-Peter Harbort, Marvin Zuckert, Poetry Slam Star und Comedian, kommt direkt von Überlingen zu uns hergefahren. Dann haben wir noch Talkgäste, Manuela Ortlieb wird da sein, Gastronomin aus Biberach, und Manfred Buck, seines Zeichens erster Vorsitzender des Dramatischen Vereins in Biberach. Ja, dann gibt's Neues von Josef Häberle und. Ich entlasse Sie jetzt in die Nacht. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.